Wie finanziert sich eigentlich die junge digitale Gründerszene, die Geschäftsmodelle 4.0, die Tech-Gründungen? Dazu gleich mehr. Hallo aus dem Seeds, einem grandiosen Restaurant hier direkt am India Lake gelegen in Rangoon, Myanmar. Ich habe hier vor geraumer Zeit auch die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi getroffen. Aber Nomen est Omen, ich rede heute über Frühphasenfinanzierung, Seed-Finanzierung. Dabei fällt mir auf, es gibt ein latentes Spannungsverhältnis von den Geldgebern, wenn es um die Finanzierung der sogenannten Startups geht, dem die Bankenwelt genauso ausgesetzt ist wie die traditionellen Institutionen der Gründungsförderung. In den seltensten Fällen gibt es das Geld für die junge digitale Gründerszene von Hausbank, KfW und der Bürgschaftsbank, was normalerweise die Gründungsfinanzierung ausmacht. Das liegt zunächst mal an den großen Summen, die da oftmals aufgerufen werden, in Kombination mit dem steilen Wachstum in rascher Zeit, was aus den Businessplänen hervorgeht, was da angepeilt wird. Nun, dies unter Berücksichtigung der marginalen, realen Jahresumsätze. Denn ein Drittel in der Start-up-Szene macht pro Jahr gerade mal einen Umsatz von bis zu 50.000 Euro. Ich zeige Ihnen jetzt noch einen weiteren Chart, damit Sie ein gutes Gefühl dafür bekommen, um wie viel Geld es eigentlich tatsächlich bei der Start-up-Finanzierung in aller Regel geht. Natürlich gibt es da momentan einen Medienhype, denn die ganz großen Deals, die Millionenfinanzierung bis zu 50 Millionen Euro, die sind ja nur die Spitze des Eisberges, das sehen Sie hier. Das typische Finanzierungsfeld liegt bei 50.000 bis 150.000 Euro und da nähern wir uns schon wieder der typischen KfW-Gründungsfinanzierungsdimension. Ich erinnere hier mal an das ERP-Startgeld, was Sie bis 100.000 Euro bekommen, ohne Eigenkapital, ohne Sicherheiten. Weshalb das hier so selten zum Tragen kommt? Vielleicht, weil man sich Bank und Startup hier nicht in der gleichen Umlaufbahn bewegt. Damit Sie dann aber auch mal sagen können, dass Sie in Ihrer neuesten Finanzierungsrunde 1 Million Euro eingesammelt haben oder einen Investor in Singapur im Pitch überzeugen konnten, kommt es für Sie darauf an, den geeigneten Kapitalgeber zunächst zu identifizieren. Auf dem nächsten Chart sehen Sie, welche Geldgeber im deutschen Markt unterwegs sind. Aus welchen Quellen kommt nun das meiste Geld? Ja, an erster Stelle, und das wird Sie vielleicht etwas enttäuschen, sind es die eigenen Ersparnisse, die Startups dafür aufwenden, zu starten. Die staatlichen Förderungsmittel von KfW Capital über Hightech Gründerfonds und bis zu den Bundesländern wird hier an der zweiten Stelle genannt. Family and Friends kann man auch anpumpen, Business Angels spielen eine gewisse Rolle, ja, die Innenfinanzierung, sofern vorhanden, wenn Sie einen Cashflow erwirtschaften, dann können Sie damit natürlich auch mit Ihren Gewinnen Dinge finanzieren. Aber Venture Capital, Inkubatoren, Company Builder, Acceleratoren, Family Offices spielen, wie Sie sehen, in der Frühphasenfinanzierung bisher leider noch keine große Rolle. Die Bankdarlehen spielen auch keine große Rolle. Mehr Infos zum Thema wie immer auf www.ingründung.de und weshalb so viele Startup-Finanzierungen scheitern und was Sie in Ihrem Pitch dagegen tun sollten, das sehen Sie im nächsten Video auf Startup Yourself.